Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema EasyStroke Desktop-Gesten für X11. Mit EasyStroke sind Mausgesten nicht mehr auf einzelne Programme beschränkt, sondern lassen sich auf dem ganzen Desktop nutzen. Bestimmte Programme wie Firefox bringen Add-ons mit, die es ermöglichen, mit Gesten zu hantieren, also mit einem Eingabegerät eine bestimmte Bewegung zu vollziehen und diese einer Funktion zuzuordnen. EasyStroke ist ein kleines Programm, das Gesten auf Desktop-Ebene implementiert, also nicht anwendungsspezifisch. Neben der Maus werden auch andere Eingabegeräte wie beispielsweise Grafiktablets unterstützt. Und EasyStroke kann wie folgt installiert werden, und zwar per Paketmanager, Menü, Systemverwaltung, Synaptic Paketverwaltung, dann Passwort eingeben und nach EasyStroke suchen und hier ist es schon installiert. Dann einfach installieren und fertig. Nach der Installation kann das Programm mittels des Kommandos EasyStroke gestartet werden. Den Einstellungsdialog erreicht man über EasyStroke-G oder man geht zum Menü, Barrierefreiheit und EasyStroke Gestenerkennung. Zunächst geht es an die Einrichtung von EasyStroke. In der Standardeinstellung reagiert EasyStroke auf die Maustaste 1. Hier ist Steuerung Maustaste 1 eingestellt, was im Regelfall so belassen werden kann. Der Knopf Gesten Maustaste bietet die Möglichkeit, einen Modifikator zu aktivieren, zum Beispiel Steuerung oder Shift. Möchte man doch keinen Modifikator verwenden, deaktiviert man diesen, indem man ihn erneut anklickt. Je nach persönlicher Geschwindigkeit kann das Timeout-Profil angepasst werden. So ist sichergestellt, dass EasyStroke die Aufnahmeüberprüfung weder zu früh abbricht, noch zu lange auf eine Eingabe wartet. Von den anderen Einstellungen dürften noch die Farbe und die Anzeige eines System-Tray-Symbols interessant sein. Über die Ausnahmen können Gesten für einzelne Fenster anhand der Eigenschaft --net-vm-class deaktiviert oder auf eine andere Maustaste gelegt werden. In den weiteren Einstellungen lassen sich die Anzeige der Geste, OSD, Pop-ups und es lassen sich bestimmte Geräte deaktivieren und aktivieren. So können Grafiktablet Benutzer die Maus in EasyStroke deaktivieren, sodass nur ersteres als Eingabegerät für Gesten erkannt wird. Die Funktion Only Enable EasyStroke for Applications Listed on Actions Tape bewirkt, dass EasyStroke nicht für alle Anwendungen aktiv ist. Nun kommen wir zum interessanteren Teil, die Konfiguration der Aktion. Standardmäßig werden alle Gesten für alle Anwendungen gesetzt. Window Manager Aktionen minimieren etc. oder den Aufruf externer Programme ist dies die ideale Wahl. Manchmal möchte man aber vielleicht gewisse Aktionen nur in gewissen Anwendungen benutzen. Hier erlaubt es EasyStroke über das Feld Anwendungen Gruppen hinzuzufügen und diesen wiederum einzelne Programme anhand der Eigenschaft --net-vm-class. Die Gesten der Gruppe Standard heißen zunächst Geste N, also Geste 1, Geste 2. Die einer anderen Gruppe haben den Gruppennamen als Präfix, eigene Gruppe, Geste 1. Die oben besagte Option in den fortgeschrittenen Einstellungen würde bewirken, dass EasyStroke nur bei hier explizit eingestellten Programmen aktiv ist. Das Hinzufügen einer Aktion gestaltet sich einfach.
Zunächst wählt man eine Gruppe unter Anwendung aus. Verwendet man nur die Gruppe Standard, entfällt dieser Schritt. Ein Druck auf Aktion hinzufügen lässt uns zunächst einen Namen, einen Typ und Details vergeben. EasyStroke kennt folgende Aktionstypen: Befehl, ein Shell-Befehl, Taste emuliert einen Tastendruck und sendet diese an das Programm. Text fügt einen Text in das Programm ein. Scrollen bewegt die Rollbalken in einem Programm. Ignorieren ignoriert eine Geste. Maustaste emuliert einen Knopfdruck und sendet diesen an das Programm. Sonstige andere Aktionen. Unter Details kann dann der Shell-Befehl, die Taste und so weiter angegeben werden. Und hier kann man die Aktion auch löschen und Gesten aufnehmen. Im Reiter Verlauf zeigt EasyStroke noch die Trefferquote des Benutzers an. So kann man die Gesten weiter optimieren, um ein genauestmögliches Ergebnis zu erzielen. Alternativ kann über den Knopf Matrix eine einfache Matrix aus den Daten erstellt werden, die die Treffergenauigkeit noch übersichtlicher darstellt. Fazit: EasyStroke ist einfach zu bedienen und tut, was es soll, ohne dem Benutzer allzu viel Arbeit abzuverlangen oder im Weg zu stehen. Grafiktablets bekommen dank EasyStroke auch abseits von Grafikprogrammen eine nützliche Anwendungsmöglichkeit. Gerade in Zeiten, in denen Tablet-PCs immer beliebter und damit Gestensteuerung breitere Anwendung finden, kommt EasyStroke gerade recht, da es diese Funktion für den Desktop-Rechner oder das Laptop nachrüstet. Es bietet aber im Vergleich zu Tablet-PCs eine einheitliche Gestensteuerung. Und nun gleich mal die erste Geste ausprobieren. Verbunden mit Steuerung, also Steuerung drücken und dann die Maus bewegen. Und schon wird das Terminal geöffnet, beziehungsweise das Programm GNOME-Terminal gestartet. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!